Achtung, dieses Video enthält Spoiler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Stars of Akarius. Das letzte Mal haben wir die Trainingsmission abgeschlossen, doch direkt im Anschluss danach griffen die Rathan den Planeten Medellian. Und wir mussten eine Entscheidung treffen: entweder zurück zur Sparrow oder unterstützen wir haben ein klein wenig befehlsverweigerung begangen und sind auf den weg richtung Medelia. allerdings auf diesem weg wurden wir jetzt abgefangen von diversen raumschiffen. Und diese stehen uns jetzt gegenüber. Dies führt uns direkt in das Szenario 003. Die erste Runde haben wir das letzte Mal schon bestritten. Nicht ganz so erfolgreich. Alle gegnerischen Raumschiffe sind noch da. Doch jetzt werde ich mir einen Plan überlegen, um mit diesen fertig zu werden. Ob mir das gelingt, das werden wir erfahren. Und da wünsche ich. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von Stars of akarius Kurzer prüfender Blick zu Beginn von Runde 2 in diesem Szenario. Wir haben es mit vier Synthetic Fighters zu tun. Einer davon ist Elite. Der ist sehr stark, hat sehr nervige Kampfeffekte. Da sollte ich jedenfalls meinen Fokus drauf legen. Des Weiteren den Fokus auf die Nummer 1. Den haben wir das letzte Mal sehr stark beschädigt. Allerdings nicht zerstört. Er hat immer noch einen Höhenwert von 1. Aber ich denke mal, den sollte ich mich als erstes Entledigen. Wir selber wurden auch schon ein klein wenig angegriffen. Die Schilde der Invictus sind runter auf null zum Glück. Zu Beginn jeder Runde regenerieren sich diese um 1 somit nicht ganz so dramatisch, aber ich sollte trotzdem auf sie aufpassen. Und damit starten wir jetzt auch direkt mit Runde 2, mit der Pilotenphase. Zu Beginn der Pilotenphase regenerieren unsere Schilder. Nur bei der Invictus, denn bei der Knosse sind die Schilder. Auf dem Maximum. Jetzt hat die Invictus zumindest ein Schild. Dann werfen wir alle Aktionswürfe. Okay, zweimal Bewegung, zweimal Angriff. Und für die Invictus haben wir oh, auch nicht schlecht. Erneut kein Stresswürfel dabei. Wohl Stress hätte mir wahrscheinlich sogar. In dieser Runde ein klein wenig geholfen. Stress hätte mir in der Hinsicht etwas gebracht, dass ich gleich mit einer Bewegung über mein Antriebsadvigat eine Stressrotation hätte durchführen können. Jetzt muss ich das Ganze mit zwei Aktionswürfel machen, ist aber auch nicht ganz so dramatisch. Ich fange diesmal mit der Knossis an. Ich werde eine Basisangriffsaktion durchführen auf den Synthetic Fighter Nummer 3. Sichtlinie habe ich auf alle Fälle hinsichtlich der Entfernung. Von der linken Seite zwei Felder nach vorne. Schauen wir mal uns an, ob dies möglich ist. Schauen wir uns das Ganze an von der linken Seite und dann 1, 2 nach vorne. Das passt auf alle Fälle hier in den Schusswinkel hinein. Die Frage ist jetzt, wie viele Angriffswürfe verwende ich dafür? Da ich gerne den synthetic Fighter Nummer 1 auch noch. Angreifen möchte, werde ich mal nur einen verwenden. Das heißt, ich richte nur einen Schaden an, bloß das, was vom Modifier-Deck kommt. Vorteil habe ich leider nicht, ich greife ihn von vorne an. Es bleibt bei dem einen Schaden. Nummer drei ist noch unversehrt, jetzt haben wir ein Schild runtergeschossen. Machen wir weiter mit der Knosse. Eigentlich hatte ich ja noch vorgehabt, noch ein paar Schilde für die Invictus zu regenerieren und zwar über unser Charge. Allerdings fehlt mir dann ein Aktionswürfel, um Synthetic Fighter Nummer 1 anzugreifen. Deswegen die Invictus muss noch ein klein wenig auf sich selber aufpassen. Wir werden als erstes eine Rotation durchführen und danach werde ich Barrel Rule durchführen, kostet eine Aufladung und danach nehme ich den Angriffswürfel für den Long Shot auch dies kostet eine Aufladung. Führen wir alles nach und nach durch. Zuerst die Rotation. Ich werde mich um eine Kante rotieren. Danach werde ich Barrel Roll anwenden. Das heißt, einmal slide nach links oder rechts. Ich werde nach links sliden. Und jetzt bin ich in gerader Linie direkt für den Longshot, um diesen Gegner mit zwei Schaden anzugreifen. Des Weiteren ich habe ich einen Vorteil, weil ich ihn von hinten angreife. Und deswegen kann ich zwei Modifier Cards ziehen. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Wir haben eine Minus 1, das wird reichen. Und wir haben eine Plus 1, ich nehme natürlich die Plus 1. Somit drei Schaden an diesem Jäger. Synthetic fighter Nummer 1 hat nur noch einen Höhenwert von 1, hat keine Schilde. Deswegen reichen die drei auf alle Fälle, um ihn komplett zu zerstören. Entfernen wir diesen aus dem Kampfgebiet, sind nur noch drei Jäger übrig. Das war es aber mit der Knosses. Mehr kann sie nicht ausführen. Machen wir weiter mit der Invictus. Diese hat direkt zwei feindliche Jäger vor sich und es wäre natürlich sehr vorteilhaft jetzt mit dem Protonenplast da anzugreifen, um gleich beide zu erwischen. Des Weiteren wäre es natürlich schön, diese von hinten zu erwischen und deswegen muss ich zuerst ein Flugmanöver durchführen. Und dies geht sich sogar sehr gut aus. Zuerst werden wir eine Rotation durchführen, danach werde ich burn and flip verwenden. Das heißt, ich fliege vier Felder in gerader Linie nach vorne, drehe mich dann um 180 Grad. Und dann werde ich den Protonplast verwenden. Kostet eine Aufladung. Gleich ist natürlich auch für das Antriebsaggregat. Und zusätzlich werde ich auch noch meine Pilotenfähigkeit aktivieren, weil ich mich jetzt hinter die Gegner gesetzt habe. Werden wir uns gleich anschauen. Und dadurch habe ich einen Vorteil. Und gegen das erste Ziel will ich auf alle Fälle noch einen extra Schaden machen. Ist allerdings die letzte Aufladung. Führen wir das alles durch. Zuerst die Rotation. Ich werde mich einfach eine Kante nach links drehen. Danach habe ich Burn and Flip aktiviert. Das heißt, vier Felder nach vorne. Eins, zwei, drei, vier auf dieses Feld und dann eine Kehrtwende um 180 Grad und jetzt erwische ich beide von hinten. Schauen wir kurz nach über den Proton blast Vier Felder nach vorne, eins, zwei, drei, vier bis hierhin und alles, was da drin ist, erwische ich und ich kann bis zu zwei Ziele angreifen mit jeweils zwei Schaden. Das erste Ziel, was ich angreife, wird auf alle Fälle der Elitejäger sein, denn dann bekomme ich noch einen extra Schaden über meine Pilotenfähigkeit. Und jetzt brauche ich nur noch meine Modifier-Deck in der Hoffnung, da. Etwas Gutes von zu bekommen. Wie gesagt, mit Vorteil kann ich jeweils zwei Karten ziehen. Beginnen wir mit dem Elite. Drei Basisschaden und dann haben wir plus eins und wir haben eine null. Ich nehme plus eins. Sind erstmal vier Schaden am Elitejäger und für den Normalen auch mit Vorteil zwei Basisschaden. Hier plus eins und eine minus eins nehme ich auch plus eins. Somit drei Schaden an diesem. Aktualisieren wir alles, zuerst für den Elite, es waren vier Schaden, die Schilde sind bei vier, somit komplett aufgebraucht auf null. Zum Glück regenerieren sie sich nicht einfach. Zwar über Verhaltenskarten kann das schon sein, aber wer weiß, was die nächste bringt. Des Weiteren, wir haben getroffen, wir werden diesen auf alle Fälle eine Radarstörung verpassen. Somit greift er demnächst nur mit Nachteil an. Fighter Nummer 3 hat drei Schaden bekommen, hat noch ein Schild, runter auf 0, bleiben noch zwei übrig. Die werden vom Hüllenwert abgezogen, runter auf 4 und auch dieser bekommt den Kampfeffekt hinsichtlich der Radarstörung. Okay, jetzt sieht die Situation doch schon etwas entspannter aus. Ich habe zwar immer noch drei Gegner, zwei haben aber eine Radarstörung auf sich drauf. Deswegen hoffe ich, dass sie jetzt nicht gleich so viel Schaden anrichten werden. Und das werden wir gleich herausfinden, denn die Pilotenphase ist zu Ende. Ich kann keine Aktionen mehr durchführen. Machen wir weiter mit den Gegneraktionen. Ziehen wir wieder die oberste Karte von den Kampfkarten und mal sehen, welche Befehlskette wir diesmal haben. Die Gegner starten wieder mit dem Elitejäger. Als erstes wird eine Rotation ausgeführt auf das Ziel und das ist immer das nächste. Die Invictus ist drei Felder entfernt, die Knoss ist vier, somit ist die Invictus das bevorzugte Ziel. Eine Rotation kann allerdings bis zum Maximum zwei Kanten durchgeführt werden. Das heißt einmal die Möglichkeit 1, 2 in diese Richtung oder 1, Zwei in diese Richtung. Beide Bewegungs- oder Rotationsaktionen sind ähnlich. Deswegen kann ich mich entscheiden. Ich werde den Gegner aber so ausgerichtet stehen lassen, wie er jetzt ist. Ich denke mal, dass es gar nicht mal so schlecht fliegt. Dann nehme ich jetzt gleich in diese Richtung. Denn einen Angriff kann er nicht ausführen, denn dieser geht nur in gerader Linie nach vorne, sowie zwei Felder, eins nach links und eins nach rechts. Aber da steht auf alle Fälle nicht die Invictus. Somit wird jetzt die Unterbefehlskette weiter durchgeführt. Mit einer Bewegungsaktion vier Felder direkt nach vorne. Allerdings bleibt er dann in dieser Richtung stehen. Er führt also keine Wände aus. Somit 1, 2, 3, 4 an diese Stelle. Danach wird wieder eine Rotation durchgeführt. Das nächste Ziel ist auf alle Fälle die Invictus. Und somit dreht sich der Gegner 1, 2 jetzt Richtung Invictus. Zuletzt wird jetzt noch die Angriffsaktion durchgeführt, aber auch hier passt der Schusswinkel nicht um die Invictus zu treffen, denn 1, 2, 3 und dann dieses Feld würde getroffen werden und dieses Feld würde getroffen werden. Somit auf alle Fälle nicht die Invictus. Aber mal ein gutes Beispiel, um zu schauen, ob denn überhaupt der Gegner Sichtlinie hat zur Invictus. Denn eigentlich hat er keine Sichtlinie, wenn er durch ein Asteroidenfeld feuert. Doch trifft ja dieses Asteroidenfeld überhaupt. Um dies zu überprüfen, ziehen wir jetzt eine Linie, und zwar von der Mitte der vorderen Kante des feuernden Schiffes, also von diesem Synthetic Fighter direkt, von der vorderen Kante von der Mitte bis zu seinem Ziel. Wenn diese Linie dann das Ziel erwischt und es egal an welcher Stelle, das kann auch hier hinten an dieser Ecke sein, und diese Linie durchkreuzt nicht einen Planeten oder ein Asteroidenfeld, dann hat dieser Sichtlinie und kann auf alle Fälle sein Ziel angreifen. Bedeutet in diesem Fall, ich mache das mal hier mit meinem Laserliner, da macht sich das immer ganz gut. Hier geht das noch vorne an dem Asteroidenfeld vorbei die Linie bis zu dieser Kante somit hätte der Synthetic Fighter sich liegen. aber wie wir ja festgestellt haben über diesen Schusswinkel trifft ja unsere Invictus auf alle Fälle nicht und beendet die Aktion an dieser Stelle machen wir weiter mit Synthetic Fighter Nummer 2 denn die 1 ist schon weg auch hier ist das nächste Ziel wieder die Invictus es wird eine Rotation durchgeführt 1 bis an diese Stelle, als nächstes die Angriffsaktion, 3 Felder nach vorne, 1, 2, 3, erwischt unsere Invictus auf alle Fälle nicht, somit wird eine Bewegung durchgeführt bis zu 4 Felder in gerader Linie, 1, 2, 3, mehr geht nicht, da steht die Invictus, somit wird jetzt hier die Bewegung an dieser Stelle beendet, eine Rotation muss nicht durchgeführt werden, steht direkt frontal, und jetzt wird ein Angriff durchgeführt und zwar mit einem extra Schaden. Zum Glück erwischt er uns nicht von hinten, somit kein Vorteil, es wird nur eine Modifier-Card gezogen und er richtet einen Schaden an plus die drei Schaden. Oh, ich glaube in der letzten Ausgabe habe ich dann nur mit zwei gerechnet. Bedeutet, ach, die Invictus bekommt noch einmal einen extra Hüllenschaden aus der letzten Ausgabe. Das hole ich gleich nochmal nach. Bin ich wahrscheinlich in der Zeile verrutscht. Ja, auch hier drei Basisschaden plus eins in vier Schaden und dann die Modifier-Karte dazu <laughs> zum Glück. Wir haben ein Fehlschlagsymbol, okay. Dadurch werden wir nicht getroffen. Sehr cool. Und dann mische ich erneut diese Karten ins Deck hinein in der Hoffnung, dass die Fehlschlagskarte bald wiederkommt. Ergänzend kommt jetzt auch nicht der Kampfeffekt zum Tragen. Das wäre nämlich ein Hack gewesen, der uns unter Stress setzt. Bedeutet, wenn der Angriff erfolgreich gewesen wäre, dann würde unser Stresslevel um 1 steigen. Noch aktualisieren wir schnell noch den Höhenschaden aus der letzten Ausgabe. Wie gesagt, wären 5 Schaden gewesen, 4 gingen in die Schilde hinein und 1 wäre dann der Hüllenwert gewesen. Runde auf 3. Jetzt muss ich besonders auf sie aufpassen. Ein Gegner ist noch übrig und zwar Synthetic Fighter Nummer 3. Das nächste Ziel ist diesmal die Knossis, nur drei Felder entfernt, hingegen die Invictus vier Felder. Somit eine Rotation um eins auf den Gegner zu, damit auch dieser angegriffen werden kann und das funktioniert sogar. Denn wir haben ein, zwei, drei Felder in gerader Linie, passt direkt für diesen Schusswinkel. Sind in Summe also wieder vier Schaden, doch diesmal über die Radarstörung mit Nachteil. Mal sehen, ob ich wieder die Fehlschlagskarte ziehe. Eine 0 und ach eine plus 1. Somit nehmen wir die 0. Das schlechtere Ergebnis bleibt es somit bei den vier Schaden. Führen wir diese aus und ich werde sie auch direkt in die Schilde hineinbringen. Von 5 runter auf 1. Des Weiteren, wir wurden getroffen. Das heißt, der Hack des Gegners funktioniert. Wir werden unter Stress gesetzt und unser Stresswürfel steigt um ein Level. Der Angriff des Jägers Nummer 3 ist durchgeführt, deswegen gehen wir in die obere Befehlsreihe. Es wird nochmal eine normale Bewegung durchgeführt. Vier Felder in gerade Linie ohne sich zu drehen. Somit 1, 2, 3, 4 durch die Knosses hindurch an diese Stelle. Hm. Eine gute Position. Einfach drehen und von hinten hinein feuern. Allerdings ist es dem Gegner gelungen, sich sehr gut aufzusplitten. Deswegen wird es für mich jetzt schwerer sein, mehrere Ziele gleichzeitig angreifen zu können. Die Gegnerphase ist vorbei, alle gegnerischen Schiffe hatten ihre Züge gehabt. Die Statuseffekte hätte ich auch schon nach den Aktionen entfernen können. Mache ich jetzt. Und nun kommen wir zu Ende der Rundephase. Irgendwelche Effekte haben wir da nicht, unsere Piloten bekommen ihre Aktionswürfel zurück und der runden Tracker geht hoch auf Runde 3 und mit dieser starten wir jetzt. Wir dürfen die Schiffsschilde regenerieren um jeweils eins. Das ist auch gut so, denn die sind schon ziemlich in der Mitleidenschaft gezogen. Dann die Pilotenwürfel. Wir haben zweimal Stress, einen Joker und eine Bewegung. Ja, viel Stress. Na, mal sehen. Und wir haben die Invictus. Auch die hat einen Joker, einen Stress, einmal Bewegung und einen Angriffswurf. Oh, sehr viel Zeit. Diese Runde werde ich die Aktionen mal nicht mit einem Schiff am Stück durchführen und danach das nächste. Ich werde diese ein klein wenig abwechselnd agieren lassen, denn hier ergibt sich eine Situation, wo ich tatsächlich davon profitiere, dass es hier keine starre Reihenfolge gibt. Dennoch meine erste Aktion wird mit der Invictus sein. Ich werde eine Bewegungsaktion durchführen und zwar mit Burn and Flip. Werde dafür aber den Stresswürfel benutzen, weil ich dadurch eine Stressrotation durchführen kann, entweder zu Beginn der Bewegung oder am Ende und natürlich wandert mein Stressträger um 1 nach oben. Führen wir die Bewegung durch. 1 2 3 4 an dieser Stelle und jetzt möchte ich eine Stressrotation durchführen um zwei Kanten. 1 2 an diese Position. Meine nächste Aktion wird mit der Knosse sein und ich werde diesen Bewegungswürfel verwenden, um meine Schildaufladung zu verwenden. Kostet mich natürlich einen Vorrat und jetzt kann ich zwei Schilde regenerieren und zwar auf drei Felder Reichweite bei bis zu zwei Zielen. Ein Ziel werde ich selber sein. Das geht auf alle Fälle. Somit kann ich auf alle Fälle zwei Schilde mir wieder geben, aber nicht über das Maximum. Das zweite Ziel, was ich wähle, wird natürlich die Invictus sein. Und deswegen habe ich sie näher ran gerückt. Denn jetzt bin ich auf drei Felder Reichweite, Sichtlinie habe ich sowieso und kann mir auch mit der Invictus zwei Schilde geben. Das ist sehr schön, hat die Invictus jetzt wieder volle Schilde. Nur die Hülle ist noch ein klein wenig angekratzt. Wir könnten tatsächlich sogar die Hülle wieder reparieren, denn eine Aktion haben wir von unserem Spielertableau noch nicht betrachtet und das ist diese hier unten. Das ist die instanz -Setzung. Allerdings kostet die euch fast einen kompletten Zug. Denn um diese anzuwenden, benötigt ihr tatsächlich drei Würfel, egal welche. Und solltet ihr einen Stresswürfel dafür verwenden, steigt euer Stresslevel nicht. Denn ihr bekommt folgenden Bonus dafür, wenn ihr hier drei Würfel anwendet. Einmal könnt ihr zwei von eurer Hülle wieder reparieren, dann sinkt euer Stresslevel um 2 und ihr könnt von einer eurer Fähigkeiten oder gegebenenfalls Waffen- oder Antriebssysteme den Vorrat um 2 wieder auffüllen. Das macht bestimmt am meisten Sinn, wenn man ganz viel Schaden bekommen hat oder man überhaupt nicht mehr großartig feuern kann und vor allen Dingen, wenn die Gegner weit weg sind, sodass man die Zeit hat, um auch diese Instanzsetzung durchzuführen will ich jetzt aber an dieser Stelle nicht machen. Ich werde meine Würfel anderweitig einsetzen. Ich werde nämlich eine ganz normale Bewegung durchführen. Ein Feld nach vorne und dann eine Kante nach links oder rechts gedreht. Um noch ein Feld nach vorne zu gehen. Und danach werde ich mit diesen zwei Angriffswürfeln hier diesen ganz normalen Basisangriff durchführen. Die erste Bewegung: ein Feld nach vorne, eine Kante nach rechts gedreht und noch ein Feld nach vorn. Und dann werde ich den Angriff durchführen und ich erwische diesen Gegner diesmal wieder von hinten. Deswegen ein Vorteil: der Basisangriff bringt erstmal zwei Schaden, da ich zwei Angriffswürfel verwendet habe. Und ich darf jetzt zwei Karten ziehen. Haben wir einmal minus 1, das ist nicht so gut. Und noch eine minus 1, okay. Dann bleibt es leider bei nur einem Schaden. Ich habe den Synthetic Fighter Nummer 2 erwischt. Und ja, das ist der letzte, der noch ein Schild hatte. Ein Treffer. Und damit ist auch dieses Schild weg. Okay, dann muss ich mich bei den ganzen Gegnern nur noch um die Hülle kümmern. Da die Invictus keine Aktionen mehr zur Verfügung hat, machen wir weiter mit der Knossis. Zwei Stresswürfe sind im Pool, aber ich denke, ich werde sie sogar beide verwenden. Okay, fangen wir mit den ersten an. Und zwar werde ich Barrel Roll anwenden. Kann ich ein Feld. Zur Seite gehen, entweder nach links oben oder nach rechts oben und kann entweder vor der Bewegung oder nach meiner Bewegung über die Stressrotation auch noch die Knosses um bis zu zwei Kanten drehen. Aber das Ganze kostet halt leider einen Stress. Sliden wir somit um ein Feld hier nach rechts und danach führe ich meine Stressrotation durch und bis zu zwei Kanten. Eins, zwei und jetzt habe ich diesen Gegner direkt vor mir und schieße ihn direkt in sein Heck. Dadurch wird der Angriff auf alle Fälle vorteilhaft. Ich werde den Longshot benutzen und zwar die starke Version mit zwei Würfeln. Richte ich nämlich drei Schaden an. Allerdings erneut ein Stresswürfel ist dabei. Einmal geht diese Aufladung weg, genauso auch wie beim Barrier Roll, hatte ich ja auch angewendet. Und zusätzlich bekommen wir Stress. Und jetzt sind wir das erste Mal bei einer Schwelle angelangt und zwar bei Stress 3. Und das bedeutet, wir nehmen uns jetzt so eine Stresskarte mit dem Herzsymbol. Legen diese auf die Ablage, nehmen die komplette Ablage und mischen das Modifier Deck neu. Sollte ich diese Fehlschlagskarte mit dem Herzsymbol unten rechts zielen, dann habe ich halt nicht getroffen. Allerdings geht diese Karte dann wieder aus dem Deck. Sie wird also dann nicht wieder zurückgemischt. Aber okay, dann schauen wir mal, was wir haben. Vorteil: zwei Karten. <laughs> da ist sie schon. Ach, toll. Dann kann ich die gleich wegtun und wir bekommen eine 0. Okay, da haben wir die Karte schon mal losgekriegt. Nicht schlecht. Es bleibt allerdings bei den drei Schaden. Und das ist damit überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Denn Gegner Nummer drei hat noch einen Höhenwert von 4. 3 Schaden ist leider einer zu wenig. Er ist immer noch da und wird auch jetzt aktiv werden, denn wir sind durch mit der Pilotenphase. Machen wir weiter mit der Gegnerphase. Wir ziehen eine Befehlskarte und wir bekommen dieses. Wir beginnen wieder mit dem Elite-Gegner. Er führt eine Rotation aus zum nächsten Ziel. Das ist die Invictus und er richtet sich auch ein klein wenig aus. Und zwar rotiert er. In diese Richtung, dann möchte er feuern. Drei Felder nach vorne und dann links und rechts davon. Da ist aber niemand. Somit führt er die Bewegung durch. Zwei Felder nach vorne. 1, 2 an diese Stelle, dann wieder eine Rotation, nächstes Ziel ist immer noch die Invictus, er bleibt so stehen und diesmal erwischt er uns sogar mit dem Angriff 3 nach vorne und direkt auf dieses Feld. Er wurde sogar noch ein zweites Ziel erwischen, aber da ist niemand. Allerdings, er wird uns danach auf alle Fälle auch noch eine Radarblockierung reindonnern. Es sei denn, ich ziehe erneut die Fehlschlagskarte, dann wird er mich nicht treffen, hatte ich ja schon ziemlich oft gezogen. Aber okay, wir haben auf alle Fälle keinen vorteilhaften Angriff. Er erwischt uns nicht von hinten, deswegen nur eine Karte. 0 plus 3, 3 Schaden. Und <laughs> das glaubt mir jetzt keiner. Aber okay, es ist erneut die Fehlschlagskarte, obwohl die nur einmal im Deck vorhanden ist. Ach, unglaublich. Aber okay. Bedeutet, er erwischt uns tatsächlich nicht. Wir müssen uns erneut auch nicht den ganzen negativen Konsequenzen hingeben. Und natürlich, ich nehme wieder die Ablage, mich sie ins Nachzugsdeck, in der Hoffnung, dass die Fehlschlagskarte bald wiederkommt. Wir machen weiter mit dem nächsten Synthetic Fighter. Nummer 2 dreht sich auf das nächste Ziel. Das ist die Invictus. 1, 2, direkt frontal. Und da sehen wir auch schon, diese liegt auf alle Fälle im Schusswinkel und wir werden somit angegriffen. Wir stehen uns frontal gegenüber, das heißt erneut kein vorteilhafter Angriff, aber ich ziehe eh die Fehlschlagskarte, deswegen vollkommen egal und allein. Diesmal ist es eine minus 1, das heißt 0 plus 3, minus 1. Es sind zwei Schaden an der Invictus und wir bekommen danach noch eine Radarstörung hinein. Fügen wir der Invictus noch den Schaden zu, zwei Stück geht alles rein in die Schilde und wir bekommen eine Radarstörung. Das bedeutet, wir haben für die nächsten Angriffe leider immer einen Nachteil bis zum Ende. Und Aktionsphase. Solltet ihr mal den Umstand haben, dass ihr einen Kampf durchführt mit einem Nachteil und tut gegebenenfalls zum Beispiel über die Zielerfassung euch einen Vorteil geben oder ihr greift den Gegner an, dann hebt sich Nachteil und Vorteil auf. Das heißt, ihr zieht dann ganz normal nur eine Karte. Und bedenkt, Nachteil und Vorteil kann man nicht aufzählen. Also ihr könnt auch nicht sagen, ihr habt dreimal einen Vorteil und nur einmal eine Radarstörung. Jetzt bleibt es beim Vorteil. Da der Status nur einmal vergeben werden kann, hebt es sich tatsächlich auf, auch wenn ihr einen mehrfachen Vorteil hättet. Das war der Angriff vom Synthetic Fighter Nummer 2. Er führt jetzt die obere Befehlskette weiter, weil der Angriff ja durchgekommen ist. Eine normale Bewegung, um. Zwei Felder in gerader Linie, allerdings bleibt es nur bei dem einen Feld, weil auf dem zweiten Feld steht die Invictus. Jäger Nummer 3 ist an der Reihe, den hatte ich ja gehofft wegzukriegen, ist mir leider nicht gelungen. Er richtet sich aus zur Knossis, ist das nächste Ziel. Eins, zwei, mehr geht leider nicht. Dann möchte er den Angriff durchführen in gerader Linie und dann diese beiden Felder. Da ist aber niemand. Somit wird die untere Befehlskette ausgeführt. Zwei Felder nach vorne. Eins, zwei an diese Stelle. Als nächstes wieder die Zielwahl. Erneut die Knosses ist das nächste Ziel. Dreht sich um bis zu zwei Kanten. Eins, zwei, ja. Und jetzt werden wir auf alle Fälle von diesem erwischt. Noch zum Glück erneut nur ein Angriff von vorne, das heißt erstmal drei Basisschaden plus eins noch dazu. Okay, dann sind es vier Schaden an der Knossis und wir bekommen auch hier die Radarstörung hinein. Vier Schaden ist schon ganz schön heftig, würde komplett in die Schilde gehen, runter auf Null, aber dann hätte ich nur noch einen Höhenwert von zwei, bis wenn ich abgeschossen werde und deswegen. Ja. Ich werde den Schaden diesmal nicht in die Schilde lenken. Ich werde mein Waffensystem zerstören lassen. Heißt, wir drehen diese Karte um und dieses steht uns für den Rest dieses Szenarios nicht mehr zur Verfügung. Aber immerhin rette ich damit meine Schilde. Eine Aufladung hätte ich eh nicht mehr. Ich müsste erst eine Instanzsetzung durchführen, um wieder Aufladungen zu bekommen. Deswegen nicht ganz so dramatisch. Und zum Schluss, wir bekommen auch noch eine Radarstörung hinein. Runde 3 ist schon wieder damit abgeschlossen. Alle Gegner hatten ihre Aktionen gehabt. Wir kommen zum Ende der Runde, gibt es aber keine besonderen Effekte. Wir bekommen nur unsere Aktionswürfe zurück und die Sparrow zählt ihren Tracker. Hoch auf Runde 4, die wir jetzt beginnen. Zu Beginn der Runde regenerieren wieder unsere Schiffsschilde jeweils um 1 Das ist gut. Dann dürfen wir unsere Aktionswürfe neu werfen. Okay, zweimal Bewegung, einen Joker und einmal Stress. Und mit der Invictus, da bekommen wir oh, zwei Joker, einmal Angriff und eine Bewegung. Beginnen wir diesmal mit der Knossos. Ich habe hier unten immer noch diesen Synthetic Fighter Nummer 3 mit nur noch einen Höhenwert, den will ich auf alle Fälle jetzt klein kriegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, werde ich das Ganze wie folgt machen, obwohl hundertprozentig sicher kann man sich nie sein. Ich werde als erstes eine Bewegungswürfel verwenden um eine Rotation durchzuführen, damit ich ihn ins Ziel bekomme. Dann werde ich mit meinem Basisangriff angreifen, habe den Joker. Ja, leider muss ich den Stresswürfel nehmen. Ich habe keinen weiteren Angriffswürfel. Stressniveau geht hoch auf die 4. Allerdings erwische ich diesen dann auch mit zwei Schalen. Da ich aber frontal zu ihm stehe, habe ich keinen Vorteil. Allerdings ich habe ich noch meine Pilotenfähigkeit, das Stimpack, und da kann ich eine Aufladung für verwenden, um mir jetzt einen Vorteil zu geben. Drehen wir uns also Richtung Gegner. Jetzt dürfen wir feuern mit Vorteil. Allerdings, wir erinnern uns, wir haben auch noch die Radarstörung auf uns drauf. Das heißt, der Vorteil wird damit aufgezehrt. Aber zum Glück ist es dann auch kein Nachteil. Somit bleibt es bei einer Karte. Und jetzt hoffe ich natürlich nicht auf den Fehlschlag. Und ich hoffe auch nicht auf eine Minus-2-Karte. Und wir bekommen. Ah, eine plus eins, sehr schön. Somit richten wir drei Schaden an. Dieser Schaden reicht aus, um den Synthetic Fighter Nummer drei zu zerstören. Einen Aktionswürfel habe ich noch zur Verfügung für eine Bewegung. Oh, verwenden wir den auch für dieses Bewegungsmanöver und damit endet auch die Aktionsphase für die Gnosis und ich kann die Radarstörung entfernen. Dieser darf noch weg und wir bewegen uns ein Feld nach vorne und dann drehe ich mich nach rechts und fliege hier hin, um eine kleine Kehrtwende zu machen, um diese dann nächste Runde abzufangen. Doch vorher ist die Invictus dran. Sie kann ja auch noch ein klein wenig Schaden machen. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt irgendwie hinter die Gegner komme. Und dies ist auch möglich. Ich werde als erstes eine Rotation durchführen, danach werde ich mich bewegen und zwar mit Burn und Flip und dann werde ich den Protonplast aktivieren, ist natürlich die letzte Aufladung und danach kann ich ihn nicht mehr verwenden. Führen wir alles durch, zuerst die Rotation, ich werde mich um eine Kante drehen, nach rechts, danach Burn and Flip, Vier Felder 1, 2, 3, 4, eine Kehrtwende um 180 Grad und jetzt erwische ich beide von hinten, und wenn wir uns den Proton Plus anschauen hinsichtlich des Schusswinkels, ich erwische auch beide Gegner. Doch auch hier habe ich die Radarstörung auf mir drauf. Das heißt, der Vorteil, den ich jetzt für den Angriff von hinten bekomme, der wird durch diese wieder aufgezehrt. Es wird ein ganz normaler Angriff werden. Und ich fange mal an mit dem Elite-Gegner. Es sind zwei Basisschaden. Es bleibt dabei. Und für den zweiten Gegner zwei Basisschaden. Und auch hier. Bleibt es dabei. Aber immerhin jeweils zwei Basisschaden, dieses Runde auf vier, dieses Runde auf vier und jeder bekommt von mir auch noch eine Radarstörung hineingedonnert, weil ich beide getroffen habe. Die Invictus hat alle ihre Aktionen verbraucht, beendet ihre Aktionsphase, kann die Radarstörung entfernen. Und die Gegner sind an der Reihe. Es sind ja zum Glück nur noch zwei. Doch auch diese zwei können sehr nervig und gefährlich werden. Schauen wir mal, was sie diese Runde durchführen. Starten wir mit dem Elitejäger. Dieser richtet sich auf das nächste Ziel aus. Das ist eindeutig die Invictus bis zu zwei Kanten. Eins, zwei hier nach oben und danach versucht er anzugreifen. Und wie ihr seht, hinsichtlich des Schusswinkels die Invictus ist auf alle Fälle in seinem Zielsystem. Der Elite-Fighter richtet dabei einen Grundschaden von 3 an, plus 0 über diese Befehlskarte, plus das, was über das Modifier-Deck kommt. Ich habe auf diesem Elite-Jäger die Radarstörung drauf, bedeutet einen Nachteil. Allerdings, jetzt muss ich an dieser Stelle eine kleine Korrektur machen, was mir leider erst jetzt aufgefallen ist. Und zwar, diese beiden Symbole bei dem Elite Synthetic Fighter sind keine Kampfeffekte, sondern es sind Immunitäten. Bedeutet, dass dieser Synthetic Fighter niemals von einer Zielerfassung oder von einer Radarstörung betroffen werden kann. Heißt, mein Protonblast hätte eigentlich überhaupt keine Radarstörung hinterlassen. Jetzt an dieser Stelle werde ich es bereinigen, indem ich diesen Effekt. Wieder entferne. Leider kann ich das Ganze nicht mehr rückabwickeln. Noch wie ich es so oft sage, Fehler passieren einfach. Weiterspielen, was man rückabwickeln kann, macht man ansonsten. Versucht man es beim nächsten Mal besser zu machen. Seht's mir nach, ist mein erster Durchlauf. Sollten euch noch weitere Fehler auffallen, bitte immer rein damit in die Kommentare. Aber okay, führen wir den Angriff durch. Das waren also insgesamt jetzt drei plus eine Karte, war weder Vorteil noch Nachteil. Er greift uns frontal an. Und da kommt nochmal plus eins hinzu. Das sind also vier Schaden an der Invictus. Boah, vier Schaden ist aber dennoch eine ganze Menge. Würde komplett in die Schilde hineingehen und noch eins von der Hülle abziehen. Das ist mir dann doch zu riskant. Und da unser Protonplatz sowieso erstmal leer geschossen ist werde ich statt den Schaden zu fressen das Waffensystem mit diesem Angriff zerstören lassen. Und außerdem, wir wurden getroffen und gleichzeitig noch gehackt, bedeutet, unser Stress steigt um einen weiteren Punkt. Aufgrund des Angriffes des Elite Fighters wird jetzt die obere Befehlskette weitergeführt. Nur noch eine Bewegung und zwar direkt um zwei Felder nach vorne. Und das gefällt mir sehr, denn 1-2 bedeutet, er fliegt hier in dieses Asteroidenfeld und bekommt direkt einen Hüllenschaden. Das ist gut, denn dadurch geht die Hülle von 4 runter auf 3. Der Elite Synthetic Fighter hat somit seine Aktionen beendet. Machen wir weiter mit dem Normalen. Er richtet sich auf das nächste Ziel aus. 1 2 3 4, 1 2 3 4 sind beide gleich weit weg, die Invictus hat aber den höheren Höhenwert, deswegen wird diese das Ziel sein. Ausrichtung. 1 2 Danach ein Angriff. Allerdings sehen wir im Schusswinkel ist da nichts. Wird also die untere Befehlskette weiter ausgeführt. Eine Bewegung, zwei Felder gerade nach vorne. 1 2 hier an diese Stelle. Und nun erfolgt wieder eine Ausrichtung auf das Ziel. Theoretisch hinsichtlich des Schusswinkels würde die Invictus auf alle Fälle jetzt schon im Ziel sein. Problem ist das Asteroidenfeld und der Fighter kann da nicht durchfeuern. Gehen wir von der vorderen Kante von der Mitte aus bis zur Invictus, dann wird er auf alle Fälle dieses Asteroidenfeld durchstreifen. Aber wenn er sich um eine Kante dreht, dann wird er diesen Umstand umgehen und deswegen macht er dies auch. Dreht sich Somit um eine Kante weiter und jetzt gehen wir von der vorderen Kante aus der Mitte bis zu Invictus und dann sehen wir, diesmal wird das Asteroidenfeld nicht tangiert und deswegen wird an dieser Stelle jetzt auch noch der Angriff durchgeführt und im Schusswinkel ist die Invictus auf alle Fälle. Der Fighter greift uns frontal an, deswegen kein Vorteil. Im Gegenteil, er hat sogar die Radarstörung auf sich drauf, somit ein Nachteil und dieser hat nicht die Immunität wie der Elite Synthetic Fighter und deswegen wirkt dieser auch und Errichtet einen Bartschaden von 3 an, plus 0 bleibt also bei der 3 plus eine Modifier-Karte. Wir haben plus 1 und für den Nachteil eine zweite Karte, eine minus 1. Ich nehme natürlich die minus 1. Somit sind das zwei Schaden an der Invictus. Diese zwei Schaden gehen direkt in das Schild hinein und erneut. Wir wurden über den Angriff gehackt, bedeutet erneut. Stress für unseren Piloten. Wir kommen zum Schwellwert von 3 und dies hat zur Folge, dass wir eine Fehlschlagskarte jetzt hier ins Deck hineinmischen müssen, zusammen mit der Ablage. Und dann ist jetzt natürlich die Gefahr größer, dass wir nicht treffen. Aber okay, so müssen wir damit leben. Die Gegneraktionen enden an dieser Stelle. Karte können wir ablegen und auch die Radarstörung vom normalen Synthetic Fighter entfernen. Wir sind schon wieder am Rundenende angelangt. Unsere Piloten erhalten ihre Würfel zurück und der Rundentracker geht hoch auf Runde 5 und damit starten wir jetzt. Zuerst wieder die Schildregeneration. Für die Knosses müssen wir da nichts abhandeln. Für die Invictus hingegen gehen die Schilde wieder nach oben. Wir werfen die Aktionswürfel neu und haben... Oh, zwei Joker, zweimal Angriff. Damit kann man viel machen. Und bei der Invictus, naja, sehr bewegungslastig. Und einmal Stress haben wir auch. Fangen wir diese Runde mit der Invictus an. Ich werde als erstes diesen Synthetic Fighter angreifen. Ich stehe frontal zu ihm. Dennoch, ich werde versuchen, einen Vorteil herauszuschlagen. Denn als erstes werde ich mein Zielsystem aktivieren. Eine Aufladung habe ich noch und diesen normalen Synthetic Fighter kann ich auf alle Fälle mit einer Zielerfassung belegen. Dadurch sind alle Angriffe gegen diesen Jäger bis zu seiner Aktivierung auf alle Fälle mit einem Vorteil versehen. Greifen wir also an, haben leider nicht allzu viele Optionen. Ich nehme den Joker für diesen Basisangriff und werde das Ganze noch mit einem Stresswürfel verstärken. Allerdings geht mein Stresswert jetzt schon hoch auf 4. Allerdings, ich richte einen Schaden von 2 an, plus unser Modifier-Deck. Wir haben einen Vorteil. Wir haben einmal eine minus 1. Und wir haben noch eine Minus 1. Ach, schade. Bleibt es bei einem Schaden. Das ist leider nicht viel, aber mal sehen, ob die Knossus da vielleicht etwas mehr Glück hat. Denn mit dieser möchte ich dann den nächsten Angriff fahren. Doch ich werde erstmal die Invictus ein klein wenig in Sicherheit bringen. Und dafür werde ich eine Bewegung mit dieser Aktion durchführen und danach noch eine Bewegung mit dieser. Führen wir die zwei Bewegungsmanöver durch. Einmal hier hin und dann noch drei Felder nach vorne an diese Stelle ich denke mal da bin ich weit genug weg vor allen Dingen wenn ich mit der Knosses jetzt näher reinfliege um näher heranzukommen brauche ich erstmal viel Bewegung dann werde ich diese zwei Joker verwenden für diese beiden Bewegungsmanöver und danach werde ich diese beiden Angriffswürfel für dieses Angriffsmuster verwenden Bewegung Nummer eins eins nach vorne eins nach rechts dann noch mal eins nach vorne Eins nach rechts. Hab diesen Synthetic Fighter auf alle Fälle im Zielmuster drin und außerdem wirkt die Zielerfassung auf ihm. Deswegen auf alle Fälle ein Vorteil, auch wenn ich ihn nicht von hinten angreife und deswegen zwei Modifier, -Card. zwei Basisschaden und dann haben wir plus eins. Das ist schon mal sehr gut und wir haben eine null. Es bleibt bei plus eins. Somit drei Schaden und ich glaube diese reichen und das tun sie auch, denn der Höllenwert dieses Synthetic Fighter ist nur noch bei drei, drei Schaden. Runter auf Null, wir haben diesen auch zerstört, müssen wir uns nur noch um den Elitejäger kümmern. Und dieser ist auch jetzt dran, denn unsere Piloten sind durch mit ihren Aktionen. Mal sehen, welche Befehlskette er dieses Mal durchführt. Entfernen wir noch diesen Fighter, jetzt ist der Elite dran. Der hat einen sehr interessanten Schusswinkel, der kann nämlich... Nach vorne wie auch nach hinten feuern. Er richtet sich als erstes wieder zu seinem Ziel aus. Das wird diesmal die Knosses sein. Vier Felder entfernt, die Invictus ist fünf Felder entfernt. Somit eins, zwei, hier hin. Dann versucht er anzugreifen nach vorne nur um ein Feld und dann links und rechts ein klein wenig. Da erwischt er die Knosses auf alle Fälle nicht. Somit bewegt er sich und zwar zwei Felder nach vorne und dann schwenkt er ein klein wenig nach links. Somit eins, zwei... Und dann hier an diese Stelle. Als nächstes würde er sich wieder zur Knossis ausrichten, muss er aber an dieser Stelle nicht, denn bereits jetzt über den Schusswinkel erwischt er die Knossis und deswegen wird der Angriff an dieser Stelle auch schon durchgeführt. Der Angriff erfolgt frontal, somit keinen Vorteil. Nachteil hat er auch nicht und er richtet 0 plus 3, 3 Schaden an, plus das, was über eine Karte kommt, ah, mal 2. weia, das sind jetzt 6 Schaden. Bei 6 Schaden habe ich schon fast keine Wahl. Würde ich diese normal auf mich wirken lassen, bedeutet das, die Schilde gehen runter auf 0 und die Hülle geht runter auf 1, da bin ich fast vorm ohnmächtig werden. Deswegen ja, ich muss das Antriebssystem Zerstören lassen, allerdings gehen wir nun langsam die Optionen aus. Als nächstes kann ich den Schaden nicht mehr umgehen. Solltet ihr mal ohnmächtig werden, dann ist das nicht das Ende der Welt. Wird also euer Höhenwert auf 0 reduziert, dann werdet ihr ohnmächtig und das bedeutet, dass ihr aus dem Szenario sofort ausschaltet. Allerdings können die anderen Spieler diese Mission immer noch erfolgreich zu Ende führen und ihr würdet sogar auch noch vorne den Missionserfolgen profitieren. Allerdings müsstet ihr euch ein Trauma geben, das heißt, ihr nehmt Euren Pilotensheet und markiert euch hier so ein Traumafeld. Das hat immer negative Auswirkungen, denn wenn ihr über den Stress getriggert werdet und das werdet ihr immer bei 7 und bei 10 Stress, dann müsst ihr euch Traumakarten ziehen und zwar immer eine mehr, als was ihr Trauma auf eurem Sheet habt. Und deswegen, je mehr Trauma ihr habt, desto einschneidender für euch. Und deswegen wollt ihr eigentlich nicht. Ohnmächtig werden. Und aus diesem Grund muss ich auch diesen Synthetic Fighter so schnell wie möglich wegmachen. Doch er hat eine kritische Karte gezogen, das heißt, jetzt wird seine Ablage genommen mit dem Modifier Deck und alles wird wieder zusammengemischt. Das heißt, beim nächsten Angriff könnte diese auch schon wiederkommen. Mit dieser letzten Aktion dieses Elite Synthetic Fighter endet die Runde. Unsere Piloten kriegen ihre Würfel zurück. Wir kommen schon in Runde 6. Ihr seht, das geht relativ schnell und mal sehen, ob es die letzte Runde sein wird. Regenerieren wir wieder die Schilde, nur bei der Victus, bei der Knosses sind sie voll und dann werfen wir die Aktionswürfel neu. Wir haben, oh, das ist nicht gut, zu viel Bewegung, ich brauche Angriff und bei der Knosses, da haben wir jede Menge Angriff. Oh, ich glaube, damit können wir was anfangen, aber ich muss immerhin noch drei Hüllenwert vom Elite Synthetic Fighter runterschlagen. Da die Invictus E eh ziemlich weit weg ist und erstmal heranfliegen müsste, um anzugreifen, fange ich mal mit der Knosses an, stehe direkt frontal zu diesem Synthetic Fighter und versuche ihn jetzt zu zerstören. Da ich ihn nur frontal erwische, hätte ich keinen Vorteil. Allerdings, ich habe noch eine Aufladung auf meinem Stimpack und deswegen werde ich diese letzte Aufladung benutzen, um einen Vorteil zu erhalten. Und jetzt brauche ich noch zwei Angriffswürfe. Bin auf alle Fälle im Muster. Da steht ja direkt vor mir. Sind zwei Schaden plus. Zwei Karten vom Modifier, denke ich, brauche eine plus eins, dann hätte ich ihn zerstört. Und wir haben eine mal zwei, das reicht schon aus und, und gleichzeitig bekommen. Aber okay, mal zwei bedeutet vier Schaden an diesem letzten Fighter und damit haben wir ihn zerstört. Überprüfen wir das Ganze. Jawohl, er hat nur noch einen Höhenwert von drei, die vier Schaden reichen aus, damit wir diesen letzten wegbekommen. Und um unser Missionsziel zu erfüllen. Zum Ende des Szenarios schauen wir durch die Modifier-Decks unserer Piloten und entfernen alle Stressfehlschlagskarten. So wie hier für unseren Viper haben wir noch die eine mit dem Herzenbol. Fliegt also raus. Für Phoenix hatten wir auch eine bekommen. Doch die konnten wir während des Spiels schon loswerden. Gleiches wäre jetzt auch mit den Bolster Verstärkungskarten passiert. Haben wir aber keine. Ergänzend unser Stressniveau bei den Piloten können wir wieder auf 0 zurücksetzen, sowie bekommen wir eine kostenlose Reparatur von allen zerstörten Waffen und Antriebsupgrades. Nachdem wir dies getätigt haben, können wir uns wieder das Szenariobuch nehmen und den Abschnitt für den Erfolg des Szenarios lesen. Durch euer routiniertes Fliegen habt ihr das Gebiet von Raumjägern befreit. Tatsächlich stellt ihr bei einer Bestandsaufnahme fest, dass fast keine Raumjäger mehr übrig sind. Die meisten von ihnen scheinen zu einem eine riesigen Weltraumplattform zurückgekehrt zu sein, die ihr Flaggschiff sein muss. Dieser riesige Titan eines Raumschiffes beginnt sich zu drehen und zu leuchten. Was das genau bedeutet, das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren, doch holen wir uns zuerst unsere Belohnungen, und zwar bekommt jeder Pilot. Eine Pilotenfertigkeit. Was das ist, schauen wir uns gleich an. Gleiches gilt für ein Raumschiff-Upgrade. Ergänzend, jeder Pilot bekommt auch 10 Credits und jeder Pilot darf sich ein weiteres Waffen-Upgrade holen von den Karten 01 bis 09. Allerdings muss er sie bezahlen, bekommt allerdings einen Rabatt von 5 Credits und haben wir uns die Belohnungen gegeben. Dann lesen wir weiter mit Szenario 004. Geben wir uns zuerst mal eine Pilotenfertigkeit für jeden unserer Piloten. Dafür benötigen wir jeweils den Pilotensheet und die Pilotenfertigkeiten werden hier im unteren Bereich des Sheets dargestellt. Ihr habt dafür jeden Piloten drei Möglichkeiten, eure Fertigkeiten einzusetzen. Jedes Mal, wenn ihr eine Fertigkeit erhaltet, wählt ihr von unten gesehen eins von diesen sechs Ecken und da wird immer die Hälfte markiert für eine Fertigkeit. Markiert ihr dieses Feld zum Beispiel ein zweites Mal, dann bekommt ihr den entsprechenden Bonus, was meist immer das Verändern des Modifier-Decks ist. Machen wir das mal exemplarisch an Phoenix. Ich wähle den mittleren Strang hier ganz unten und markiere mir die Hälfte dieses Sechsecks. Das hat jetzt an dieser Stelle noch überhaupt keine Konsequenz, denn erst wenn ich dieses Feld voll habe, also bei der nächsten Pilotenfertigkeit, dann bekomme ich eine zusätzliche Modifier-Card. Welche in diesem Beispiel diese wäre. Die hätte den coolen Effekt, wenn ich diese Karte dann bei einem Angriff ziehe, dass ich von irgendeinem Upgrade oder von einer Fähigkeit den Vorrat um 1 erhöhen darf. Allerdings nie mehr als den Startwert. Ergänzend haben wir bei diesen Modifier-Karten so einen Pfeil. Was bedeutet, wir ziehen danach gleich eine weitere Karte und dieses kommt dann noch on top dazu. Und so entwickeln wir unser Modifier-Deck. Wenn ihr Pilotenfertigkeiten bekommt, seid ihr jetzt nicht limitiert auf. Für diese mittlere Spalte. Ihr könnt beim nächsten Mal, wenn ihr wollt, jedenfalls auch hier nach links gehen oder nach rechts gehen. Ihr müsst aber immer von Unten nach oben zeichnen und müsst ihr euch mal entscheiden, ihr habt manchmal auch Entscheidungsmöglichkeiten, dann könnt ihr nicht mehr die andere Variante wählen. Ihr könnt somit eure Piloten nach euren Vorstellungen ein klein wenig formen. Manchmal bekommt ihr Modifier-Cards hinzu in euer Deck, manchmal könnt ihr aber auch Modifier-Cards entfernen, zum Beispiel vielleicht eine Minus-2-Karte. Könnte sehr vorteilhaft sein, solche Karten aus dem Deck zu entfernen. Für Viper bekomme ich auch eine Pilotenfertigkeit. Hier werde ich den linken Strang nehmen, um gegebenenfalls, wenn ich dann die zweite Fertigkeit habe, so eine Karte hineinzubekommen. Und wenn ich diese ziehe, dann kann ich eine kostenlose Rotation mit meinem Schiff durchführen, auch wieder bis zu zwei Karten. Kann aber manchmal sehr hilfreich sein. Daher habe ich jetzt hier dieses halbe Sechsdeck markiert. Doch jetzt bekomme ich diese Karten noch nicht, erst wenn dieses voll ist. Als nächstes bekommen wir unsere Credits. Die habe ich schon hier oben drauf geschrieben: plus 10. Somit hat jeder unserer Piloten jetzt 15 Credits zur Verfügung. Und wir bekommen ein Raumschiff-Upgrade. Raumschiff-Upgrades funktionieren so ähnlich wie die Pilotenfertigkeiten. Allerdings, sie gelten für euer Raumschiff und werden hier oben dargestellt. Ihr habt auch zwei Möglichkeiten, weil ihr im Laufe des Spiels jetzt auf ein anderes Raumschiff gegebenenfalls wechseln könnt. Jetzt für uns ist das bei unserem Phoenix auf alle Fälle die Knossis und bei Viper ist es die Invictus. Und das erste Raumschiff-Upgrade, was wir bekommen, markieren wir uns ganz links. Das ist eine Schiffsfähigkeit. Und da diese Level 1 betrifft, bekommen wir jetzt diese Karte zum Beispiel für die Knossos Schiffsfähigkeit Level 1 und können diese auf unser Playerboard dann direkt einloggen. Gleiches für die Invictus, auch hier Level 1 bekommen wir diese schiffsfähigkeit, ihr seht, die gnosis wird jetzt vielseitiger. sie kann gegner verlangsamen oder gegebenenfalls eine radarstörung draufbringen. kostet auch nur vorräte, und da haben wir von haus aus drei. zu beginn eines szenarios, hingegen bei der invictus, sie bekommt zwei vorräte, braucht aber nur vorräte und kann sich ganz schnell mal um drei felder nach vorne bewegen. cool, cool. okay, eine letzte belohnung bekommen wir noch. wir könnten jetzt waffen upgrades kaufen mit einem rabatt von 5 Credits. Wir haben ja jeweils 15 Credits. Mal sehen, ob es irgendwelche schönen Waffen-Upgrades gibt, die ich gerne haben möchte. Hier haben wir alle Waffen-Upgrades der Karten 01 bis 09. Die ersten vier, die kennen wir schon, die hatten wir die Möglichkeit gehabt, uns zu Beginn des Spiels auszusuchen, könnten wir jetzt wieder auf unseren zweiten Slot auch diese Waffensysteme anwenden, aber wir haben zusätzliche freigeschaltet bekommen. Die sind natürlich etwas stärker, sie kosten natürlich auch etwas mehr Credits. So ein System hier unten kostet 20 Credits. Da ich aber über die Belohnung einen Rabatt von 5 bekomme, kriege ich diese für 5. Die oberen für 5 Credits. Und da jeder meiner Piloten 15 Credits hat, warum das Geld aufsparen? Ich werde mir einfach für jeden meiner Raumschiffe jetzt so ein unteres Waffen-Upgrade holen. Und da werde ich als erstes den Interrupt-Beam nehmen. Allerdings geht das nur auf einem Kommandschiff. Das wäre etwas für die Knosses. Hat ein sehr cooles Schussfeld. Und verlangsamt auch noch den Gegner und das Ganze für drei Basisschaden. Das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, kostet 15 Credits. Werde ich auf meine Pilotensheet jetzt aktualisieren. Meine Piloten haben dann gar keine Credits mehr zur Verfügung. Für die Invictus werde ich den Propellet Shot nehmen. Hat überhaupt keinen Schusswinkel. Das hat zur Relevanz, dass wir weder Vorteil noch Nachteil für diesen Angriff haben. Allerdings muss ich jetzt auch nicht unbedingt schauen, ob ich ihn irgendwie ins Ziel bekomme, mit Ausnahme der Reichweite und der Sichtlinie. Aber ich brauche nicht mal Angriffswürfel. Deswegen deswegen ich probiere es ganz einfach mal mit diesem Waffensystem kostet wie gesagt auch dann jetzt 15 und auch in dem Sinne ist Viper pleite. Damit sind wir durch mit den Belohnungen eine ganze Menge was wir jetzt bekommen haben und gemäß Erfolgsbeschreibung sollen wir nun bei Szenario 004 weiterlesen und das machen wir doch direkt. Das Ende von Medelia. Kurze Zeit später haben sich alle verbliebenen feindlichen Raumjäger auf das Großkampfschiff zurückgezogen. Ihr befindet euch in einem Moment relativer Stille. Sie wird nicht lange anhalten, aber es ist ein guter Zeitpunkt, um sich dieses seltsam aussehende Flaggschiff näher anzusehen. Es hat eine ungewöhnliche Form, eher wie eine schwimmende Insel und kein klassischer Kreuzer. Während ihr zuseht, beginnt es langsam sich zu drehen. Ein paar verbliebene VIA-Raumschiffe nutzen ihre Chance, vom Schlachtfeld zu fliehen. Wohin sie fliegen, spielt keine Rolle. Überall ist es besser als hier. Sol's Stimme durchspricht die Stille. Halten Sie Ihre Position, Kadetten! Das ist ein Rathan-Raumschiff! Wir versuchen den Kontakt zu den. Und dann ein gigantischer Blitz. Entweder wurde die Übertragung von Sol unterbrochen oder er starrt mit offenem Mund auf das, was passiert. Das große Schiff explodiert in einem Feuerwerk aus Licht und Wucht. Bunte Muster strahlen über dessen Oberfläche. Das Leuchten pulsiert drohend aus der Tiefe des Raumschiffes. Es sieht so aus, als würde sich vom Tiefinneren etwas aufbauen. Ohne Vorwarnung bricht eine Explosion aus dem Raumschiff hervor und durchdringt die Oberfläche des Planeten. Der kontinuierliche rote Lichtstrom wird immer intensiver, bis er in einem schrecklichen Moment die Kruste von Medelia durchschlägt. Keiner der Anwesenden wird je vergessen, was als nächstes passiert, aber darüber sprechen werden die wenigsten. Eine Schockwelle geht durch alle, die zusehen. Das Einzige, was ihr hört, ist ein schmerzvoller Aufschrei über das Funkgerät. Trotz des Rauschens erkennt ihr die Stimme von Captain Soma. Medelia verschiebt sich im Raum und bewegt sich in verschiedene Richtungen. Für den Bruchteil einer Sekunde sieht der Planet aus wie eine optische Täuschung oder ein überdimensionales Puzzle, das nicht zusammenpasst. Dann erscheint ein kolossaler Riss. Es folgen weitere, die über die ganzen Kontinente verlaufen. Riesige Brocken des Planeten beginnen vom Rest der Kugel abzufallen. Wie eine Sandburg, die gegen die Flut verliert, beginnt alles auseinanderzudriften. Auf dem Rest der Oberfläche scheint die Schwerkraft umgekehrt zu wirken. Ganze Städte schweben davon, die Atmosphäre zerstreut sich in den Weltraum und heißes Magma aus der Tiefe des Planeten beginnt sich zu verhärten, als es einer neuen, kalten Realität ausgesetzt wird. Der Strahl stoppt abrupt. Die riesige Waffe scheint erschöpft zu sein. Der Todesstoß auf Medelia hat ihre Energiereserven geleert, nur die Leere bleibt. Medelia ist verschwunden. Ihr wisst nicht, wie lange ihr die Zerstörung angestarrt habt, bevor eure Näherungsalarme zum Leben erwachen. Die Ursache ist ein riesiges kantiges Stück von Medellias Kruste, das auf euch zuschwebt. Ihr müsst da weg! Ein weiterer Blick in Richtung der Flaggschiffwaffe zeigt, dass feindliche Raumjäger herausströmen. Sie scheinen auf euch zuzusteuern. Ein schneller Scan zeigt eine enorme Menge an Trümmern. Ihr versucht euch nicht darauf zu konzentrieren, dass es sich um die Überreste von Medellia handelt. Der Schock des Anblicks ermöglicht es euch, euch davon zu distanzieren nur auf das zu konzentrieren, was hier und jetzt passiert. Es besteht die Möglichkeit, sich zwischen den fragmentierten Überresten von Medelia zu verstecken, bevor ihr einen Ort zum Auftanken findet und eure nächsten Schritte plant. Gleichzeitig bemerkt ihr einige zivile Raumschiffe, die es gerade so geschafft haben, den Planeten zu verlassen. Sie müssen beim Verlassen des Planeten beschädigt worden sein, da sie jetzt scheinbar umhertreiben. Sie schweben zwischen den Trümmern großer Gebäude und riesiger Landmassen. Endlich meldet sich einer der Piloten zu Wort. Sparrow, was machen wir jetzt? Sparrow, eine dramatische Wendung der Ereignisse, Medelia ist zerstört. Und in diesem Szenario sollen wir jetzt tatsächlich nicht direkt kämpfen. Wir sollen erstmal eine Entscheidung treffen. Entweder sollen wir den Zivilisten helfen zu fliehen, oder wir bekämpfen die Eindringlinge, die da noch auf uns zusteuern, oder wir fliehen. Und verstecken uns zwischen den Trümmern. Egal welche Entscheidung wir treffen, wir kommen danach auf alle Fälle immer ins Szenario 005. Wir bekommen aber immer einen anderen Erfolg, welchen wir uns dann hier auf unserem kampagnen markieren. Die Frage ist, was wählen wir? Ich denke mal, die Flucht ist keine Option. Die Frage ist, ob Angriff die bessere Verteidigung ist oder wir direkt den Zivilisten helfen. Da wir letztes Mal ein klein wenig rebellisch waren, würde ich sagen, wir tun etwas Gutes. Und deswegen werde ich mich für die erste Möglichkeit entscheiden. Ich werde die Zivilisten bei der Flucht unterstützen. Und dafür bekomme ich den Erfolg Rettung der Zivilisten. Den Erfolg habe ich entsprechend hier jetzt markiert. Keine Ahnung, was er für Auswirkungen hat. Das erfahren wir vielleicht jetzt in Szenario 005, obwohl nicht gleich jetzt. Ich würde sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Liebe Freunde von Stars of Akarius, das war Szenario 003 sowie Szenario 004, nicht jedes Szenario ist immer auch ein Weltraumkampf. Allerdings das folgende Szenario 005, wir sehen es hier schon im Szenariobuch, das wird auf alle Fälle noch mal ein Weltraumkampf werden. Wir haben fast alles von Stars of Akarius kennengelernt. Uns fehlt eigentlich nur noch die Weltraumerforschung, das heißt, wenn wir mit der Sparrow durch die Galaxie fliegen, um hier und da neue Orte kennenzulernen. Und die Welterforschung fehlt uns noch, also wenn wir mit unseren Piloten direkt auf einem Planeten landen und uns dort etwas umschauen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht vor, noch vier oder fünf Weltraumschlachten zu spielen. Ich denke mal, die Regeln kennt ihr mittlerweile. Die eine Schlacht werde ich noch spielen, da habe ich ganz einfach noch einen Bock drauf, es erstmal weiterzumachen. Sollte dann die anderen Regeln noch nicht zum Tragen kommen, dann werde ich das in einer Art Tutorial zusammenfassen, um euch da noch den Einblick zu geben, was ihr dort noch erwarten könnt. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass, wenn wir hier mit der Sparrow wegfliegen, ich habe mir schon mal die Mission ein klein wenig angeschaut dass wir dann auch tatsächlich mit der Weltraumerforschung starten können. Wir werden es sehen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir Stars of Akarios spielen. Ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Spaß an dieser Reihe. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu.